Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einem, wie soll es auch anders sein, neuen Video auf unserem Kanal. Heute, wie soll es auch anders sein, geht es mal wieder um Road to Dark Matter. Ihr wisst Bescheid. Und zwar geht es in diesem Video oder soll es in diesem Video eigentlich um mein Road to Gold von der AK-74U. Eine MP gehen. Das Video hatte ich auch so gut wie fertig, beziehungsweise ich hatte es sogar fertig, bin ich der Meinung, aber anscheinend habe ich es entweder nicht geschnitten oder ich habe das fertige Video weggeschmissen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es nicht da, es ist nirgendwo hochgeladen, es ist nirgendwo in meinem Speicher, nirgendwo auf meinen Festplatten, es ist einfach gone. Lost in Space, Digga. Da habe ich mir gedacht, gut, da aber ihr nicht ohne Video auskommen sollt, oh mein Gott, ich will das euch nicht antun, habe ich mir gedacht, ich setze mich jetzt einfach hin, zeige euch ganz kurz die Klasse. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, wie ich sie gespielt habe zu Road to Dark Matter Zeiten. Damals. Aber ich versuche sie mal ungefähr so aufzubauen, wie ich glaube, damit klarzukommen. Dann werde ich einfach 2-3 Runden zocken und ein bisschen Musik, ein bisschen schön cut. Und ja, damit ihr wenigstens ein kleines Video habt. Ja, da habe ich ein bisschen reingeschissen und ein bisschen verdabbelt. Tut mir tatsächlich auch ein wenig leid. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, erwartet euch wahrscheinlich ein schönes Video vielleicht. Also mit der AK-74U kam ich relativ gut klar. Es war eine der MPs, die zwar schwer für mich zu leveln waren, aber es potenziell ging es noch. Ich sag's mal so. Aber vorab würde ich erstmal in das Spiel switchen, um euch zu zeigen, wie ich die Klasse jetzt aufgebaut habe. In Cold War angekommen sind wir natürlich auch schon direkt im Klasseneditor. Ihr seht schon, Goldwaffen, 2 Klassen. Ich bin natürlich jetzt schon potenziell. Wir haben schon, es ist ein wenig Zeit vergangen seit dieser eigentlichen AK-74U Aufnahme. Aber nichtsdestotrotz werde ich euch nicht spoilern, welche Waffen ich jetzt als nächstes auf Gold gespielt habe, welche Waffen ich schon auf Diamant haben sollte, ob wir vielleicht schon Dark Matter haben. Ihr werdet es dann irgendwann sehen. Schaut deswegen aktiv unsere Videos, bitte. Bitte. Nee, wie gesagt, hier meine Go-To-Klasse. Ich denke, ich habe sie ungefähr so rekonstruieren können, wie ich es mir dachte oder wie ich mich erinnert habe. Und zwar habe ich diese wunderschöne Klasse natürlich mit dem Spetsnaz-Kompensator gespielt für vertikale Rückschusskontrolle. Als Lauf natürlich, was auch sonst, den Sonderkommando für natürlich Schaden, effektive Schadensreichweite, Projektilbeschleunigung, was halt bei MPs Overkill ist, sage ich mal. Also Projektilbeschleunigung, immer mehr draufballern, je schneller die MP schießt, desto besser ist. Aber je schneller die Kugeln fliegen, desto schneller sind sie leer. Deswegen habe ich hier zum Beispiel das 40-Schuss-Schnelllademagazin. Warum nicht das 50? Ganz einfach, die ZV geht noch etwas weiter runter, was nicht so geil ist. Dann die Gru, wer auch immer Gru ist, Elastikumwicklung für ZV, Zuckungsresistenz beim Hinlegen, Zuckungsresistenz und Zielen beim Hinlegen. Zielen beim Hinlegen, ich bin nicht so der Dropshot-Mensch, aber wenn es dann vorkommt, dann ist es Gutes zu haben. Dann zu guter Letzt noch durch den etwas stärkeren Lauf, der halt, ne, horizontal und vertikal ein bisschen runterzieht. Hier einmal den Spetsnaz-Griff für vertikale und horizontale Rückstoßkontrolle. Und ja, so potenziell war das so meine Go-To-Klasse. Abgewandelt natürlich mit für den Nahkampf und für den Fernkampf. Beim Fernkampf natürlich dann vielleicht ein Scope, ein Sniper-Scope und so weiter drauf. Für den Fernkampf habe ich anstatt der Mündung dann den 5-Meter-Laser draufgepackt. Werde ich, denke ich, auch noch ein bisschen Gameplay von einfügen. Das ist so ungefähr die Klasse, mit der ich am besten klarkomme. Und ja, deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir gehen ins Gameplay. Ich denke, ich werde ein bisschen Raid und Nuketown spielen. Werde die besten Clips aussuchen, die ein bisschen zusammenschneiden, schöne Musik drunter. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video, trotz dass es jetzt mehr oder weniger ein gezwungenes Video in Anführungsstrichen ist. Ich nehme das tatsächlich auch genau einen Tag vor Upload auf. Ja, es war eigentlich schon fertig und das schon länger. Nichtsdestotrotz, viel Spaß und lasst gerne einen Daumen hoch da, lasst gerne einen Kommentar oder ein Abo da. Wir würden uns sehr darüber freuen. Feedback und allem möglichen Ideen. Schlagt uns gerne Ideen vor, ist uns sehr wichtig. Schaut doch gerne mal bei Twitch vorbei, da bin ich jeden Freitag und jeden Sonntag am Streamen. Nicht potenziell COD, ich streame momentan alles Mögliche. Schaut da auch gerne mal vorbei, checkt unser Instagram aus, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde jetzt sagen, einfach, let's go ins Gameplay. Bam. Yeah. I said, what's up, what's up? Y'all gonna step up, step up. I'm the best as they come. Call me blessed, I'm the one. Spitting raps like the sun. Fire blast out my tongue. Staying forever young. If you play me, you're done. Look out, I'm about to make it. I ain't faking. Wolf was breaking. And these bands above been waiting patiently to see me take it. I think that it's time to snake it. Call me Drake, the charts I'm taking. And I make all of these statements. Cause my mind's never complacent, yeah. Lately,
I've been on some different shit. I'm making beats, filling seats, man, it's fucking lit. And I proceed with my degree in making fire hits. I think I got just what you need, girl, try a sip. She drank the Kool-Aid, I can see it on your lips. She wanna party with the best, yeah, grab a fifth. I'm tripping hard on this beat, man, my mind's lit. Back and forth from what I want and what I'm gonna get. I keep my head down, grind up, moving on. I keep my mind clear as I write every song. Nothing's off limits, no opinions, nothing's wrong. I free my mind every time, try to keep it gone. 100 songs in 100 weeks, what the fuck? Yo, how these dudes keep writing? Do they cheat or what? Nah, bitch, we just know how to get what we want. We're good at what we do, cause it's never enough. I ain't playing anymore, I'ma shut the door. Ignore all the fucking hitters, turn them into corpses. So sore from ripping on these vocal cords. They're like swords cut deep as my words are born. I'm upset, cause ain't nobody heard of us yet. A few mil on the first man bet, and we ain't never ever gonna forget. I feel my time with blood and sweat. Y'all make this shit worth it, y'all give a man purpose. Y'all make a man kill it when I'm performing these verses. It'd be a disservice if this music never surfaced to the top of this circus. All this time will be worthless. I'ma be first, bitch. Video für heute gewesen sein. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, ein Like, ein Kommentar. Digga, was machst du hier? Eine Abmord für unseren Kanal, für unsere Videos. Leute, hallo. Okay, mach weiter. Ja, du brauchst ein Intro, dann kommt das Video und dann die Abmord. Digga, damit das hier ein fließender Übergang ist. Okay, ja, dann ja, mach weiter. Ja. Ja, dann lasst ein Like da, ein Abo, ne, ein Kommentar, damit wir in den YouTube-Trends auch noch ganz nach oben kommen, ne? In diesem Sinne. Was soll denn das Geschleime, Digga? Hä, die Leute wissen doch wohl, dass sie uns abonnieren müssen, wenn sie unsere Videos schauen wollen. Übrigens, die Glocke könnt ihr auch aktivieren. Aber, Digga, wer bettelt heutzutage noch nach einem Daumen hoch und Kommentare? Die Leute machen das automatisch und wenn nicht, dann haben sie es auch nicht verdient, unsere Videos zu gucken. Ich meine ja nur darauf hinweisen. Ja, weißt du darauf hin? Ich bin raus, Leute. Ach, weißt du was? Dann mach deinen Scheiß doch alleine, ey.